Ich werde alles dafür tun, dass diese Stahlindustrie in Deutschland in allen Standorten erhalten bleibt, und erhalten bleibt sie, indem sie grün wird. Und dafür habe ich 1,5 Jahre lang trotz und wegen der Krise weitergearbeitet, um das hier möglich zu machen. Und ich wiederhole dieses Versprechen hier, dass der grüne Stahl nach Deutschland in Duisburg produziert werden soll. Das ist eine politische Aufgabe, der ich mich vollumfänglich unterschreibe, unterstelle, die ich ins Werk setzen will. Der formale Bescheid, wie ich sagte, ist noch nicht da. Aber Montagmorgen kam ein schriftliches Dokument aus Brüssel, das gesagt hat, wir wollen, dass die 2 Milliarden ausgegeben werden. Wir geben die Zusage, dass sie ausgegeben werden können. Hier ist der Ball. Wir haben ihn auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Tritt gegen den Ball. Der Tritt gegen den Ball heißt, es muss eine Konzernentscheidung fallen. Damit sie fällt, fehlt noch ein bisschen Diskussion um das Kleingedruckte. Aber ihr müsst sehen, woher wir gekommen sind.